So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Eigentlich wollte ich heute Raider am Mittwoch am Donnerstag machen, aber ich muss wohl Raider am Mittwoch am Donnerstag am Freitag wieder mal raushauen, denn es ist schon wieder das nächste Event angekündigt, beziehungsweise der nächste Forschungstag. Und da bin ich immer ein bisschen zwiegespalten. Ich mag eigentlich so Raid Days am liebsten Forschungstage. Wenn du da deine Forschung in deinem Heute-Tab hast, und kannst du die einfach abarbeiten, wie das mal in der Koronis-Zeit war, wo jeder die gleiche Anzahl an Forschungen hatte, fand ich fair, fand ich gut. Aber es wird ja wohl in letzter Zeit wieder so sein, wie ganz am Anfang, dass man rausgeht, einen Pokestop dreht, eine Forschung bekommt, die löst und wenn du halt da lebst, wo nur drei Pokestops sind, dann kannst du halt nicht so effektiv spielen. Ey, wenn du in einer Großstadt lebst, wo du halt einfach unendlich Pogestops hast, das heißt, die einen können gar keine gute Ausbeute kriegen oder keine große Ausbeute, die anderen spielen einfach schon und nicht jeder ist gewillt, extra für einen Forschungstag erstmal 100 Kilometer in eine fette große Stadt zu fahren. Das kann ich auch nachvollziehen. Oder manche sind halt äh, Kinder und die haben jetzt noch kein Auto im GDA-Style einfach rein und los, ne? Nö. Was ist das aber für ein Forschungstag? Und, äh, ist der sinnvoll? Bringt der was Neues? Ich sehe hier Quarter Mac und Kommandutan. Kommandutan ist ja schon im Spiel als Shiny verfügbar. Einen habe ich damals Jewel abgedrückt. Quarter Mac gab es bisher nicht als Shiny, oder? Müsste also durch den Forschungstag neu als Shiny eingeführt werden. Und ich muss sagen, ich finde diese zwei Affen eigentlich cool. Die haben keine Entwicklung. Die sind einfach groß, affig und genial. So wie ich, ne? Also groß und affig. Aber Quarterback finde ich sogar noch ein bisschen besser. Wie ein Quarterback vom Football ist es der Quarterback, Quarterback, ne? Und irgendwie hat das was. Alles was so in die Wrestling gegen Sport gegen geht, so an Pokémon finde ich auf jeden Fall genial. Hier haben wir aber natürlich auch wilde Pokémon noch dabei, die dort rumfliegen können. dann und Quarterback mischen den Forschungstag auf. Hier stellen wir euch die Pokémon vor, die im Mittelpunkt stehen am Sonntag, dem 22. September. Es oh, sind noch 10 Tage. Von 14 bis 17 Uhr schreibt euch also in den Kalender, dass ihr es nicht vergesst. Pokémon des Tages. Dreht Pokestops, um Event Feldforschungen zu erhalten. Für den Abschluss man Event Pokémon begegnet. Darüber hinaus könnt ihr mit etwas Glück erstmals schillernde Quarter Mac in Pokémon Go begegnen. Kommandutan, Quarter Mac. Die Chance auf schillernde Exemplare ist erhöht. Sind jetzt vielleicht trotzdem aber nicht die nützlichsten Pokémon, weil ich glaube GBL machst du damit nichts, Raids machst du definitiv nichts damit. Aber für die Shiny-Sammlung oder wer die halt mag und gerne einfach ein gutes Exemplar möchte oder ein Shiny, der kann diesen Tag natürlich nutzen. Wilde Pokémon. Die folgenden wilden Pokémon erscheinen häufiger. Sind ja meistens das, was ihr dann fangen müsst, um die Feldforschungsaufgaben äh, abzuschließen. Da sitzen dann also überall rum Mankey, Griffel. Bummels, Panflamm und Chimpep. Also alles Affen. <laughs> Mankey sieht zwar gar nicht aus wie ein Affe, aber doch, es ist ein Affe. Es ist ein Affe mit einer Schweinenase, okay. Griffel, ja. Bummels, ja, ist definitiv ein Affe, es ist kein Faultier. Panflamm, ja, der brennt sogar, der Affe. Und Chimpep ist ja erst neu drin. Muss ich gerade mal überlegen. Chimpep. Wie sieht denn Chimpep aus? Ist es nicht einer von den neuen Startern? Dings. Das eine war Hoplo. Hoplo, Hiahu. Dings und Bums. aber ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es hier nicht in Shiny, denn der ist ja neu. Ist jetzt erst. Ich das so sehe da, wenn ich mir. So beschäftige ich mich mit dem Spiel. Es wird eine kostenpflichtige, befristete Forschung geben für 2 US-Dollar. Da könnt ihr dann. Ich glaube, beim letzten Mal war es auch so, das habe ich vermasselt, nämlich. Da gab es zwei Seiten. Auf der ersten Seite musste man was machen und konnte dann seinen Pfad wählen, ob man jetzt Kommandutan oder Quartermake mehr mag, um auf der zweiten Seite dann eine Liste von Encountern zu haben, wo das rauskommt. Also es kann so sein, dass ihr euch dann für eins der beiden entscheiden könnt und nochmal sagen wir mal 10 Encounter direkt aus dieser Forschung von demjenigen kriegt. Oder... Es ist trotzdem so, dass dann 5 Kommandutan und fünf Quartermac in der Forschung sind und ihr da einfach ein paar mitnehmt. Hier steht ja nichts weiter dazu. So, ihr könnt euch für 2 US-Dollar das Teil holen. Das könnt ihr natürlich auch wieder an eure Freunde verschicken. Mal gucken, ob mir jemand das Ticket schenkt. Ansonsten ist es nicht nötig. Man wird ja so durch die Aufgaben ein paar Exemplare bekommen. Bei dieser befristeten Forschung müsst ihr Feldforschungsaufgaben abschließen, um weiteren Exemplaren der Event-Pokémon zu begegnen. Kommandutan, Quartermac. Also was denkt ihr? Muss man sich wieder für einen Pfad entscheiden und kriegt dann 10 Encounter von dem einen, was ihr genommen habt? Oder macht man einfach und auf der nächsten Seite hat man dann 5 da, 5 da. Das habe ich beides schon gesehen, deswegen ich muss sagen, ich freue mich eigentlich auf den Forschungstag, nachdem ich es damals nicht so cool fand, Forschungstage. Ich weiß noch, der erste mit Barsch war, der war richtig die Hölle. Du wusstest gar nicht mehr, wo du hingehen sollst. Du wusstest gar nicht mehr was hast du schon gedreht, wo kommt was raus, was ist das für eine Aufgabe, ich soll es die lösen, nee, die löscht jetzt wieder, du brauchst eine andere Aufgabe unbedingt und dann hast du die ganze Zeit gespielt und hast nichts bekommen, nichts. Und alle haben schon gesagt, die äh, Shiny-Rate war einfach enorm mies in den nachfolgenden Regionen, wurde die dann auf jeden Fall nochmal angehoben, die haben dann alle was mitgenommen, aber die weiteren Forschungstage, die kamen, waren dann wie ein C-Day sozusagen. Du hast halt wirklich, du bist da rein und wurdest überschüttet mit Shinies und daran hat man sich gewöhnt. Und das möchte man auch so haben. Ich bin gespannt, wie das Quartermack Shiny aussieht. Wer noch kein Kommandot da an shiny hat, wird da vielleicht auch eins kriegen. Achso, Sch-Chimpep Ch ist doch sogar hier abgebildet, ist doch hier der grüne Affe. Genau. Weil der Hase ist ja der Feuerstarter und der Affe ist doch der Pflanzenstarter. Ich war jetzt nur mit waren Brennende Affe und das ist ein Grasaffe. Fehlt noch ein Wasseraffe, oder? Oder haben wir Wasseraffen? Haben wir noch Wasseraffen da? Schreibt es mal in die Kommentare. Wie findet ihr den Forschungstag? Habt ihr Bock? Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses und morgen dann, Raider Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, wenn nicht wieder was dazwischen kommt.